Fine, I'll do it myself. Die folgende Geschichte erzählt man sich unter euch Menschen. Es war eine grausame, epische Schlacht. Das Böse brach aus der Erde und zeigte seine entsetzliche Fratze. Es raubte das Lachen von den Geistern der Erdenbewohner. Wälder verbrannten, Quellen versiegten, Menschen wurden gemordet. Hilfe! So sehen die aus. Das Böse trachtete nach der unendlichen Kraft der Göttin. Die unendliche Kraft, heiliges Erbe der Götter, das alle Wünsche erfüllt. Gewaltige Kraft, die schon die Göttin von den Urahnen erbte. Um diese Kraft vor den Klauen des Bösen zu schützen, erhob die Göttin die Überlebenden von der Erde in den Himmel. Hoch ins Wolkenmeer, den Klauen des Bösen entzogen. Dann zog die Göttin mit ihrem verbleibenden Gefolge in die Schlacht und bannte das Böse schließlich. Der Frieden war wiederhergestellt. Happy End? Nein! Diese Geschichte erzählt man sich unter euch Menschen. Unzählige Legenden ranken sich um sie. Nun aber öffnet sich das Tor zu einer neuen Legende. Deine Zeit ist gekommen. Damit willkommen mit Facecam zu The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Ja, zusammen mit mir, ich bin es, der, wie heiß ich? Ja? Richtig. Gut, das ist das allererste Mal, dass ich ein Let's Play, ein komplett richtiges Let's Play mit Facecam mache. Also entschuldigt, falls ich da noch hier und da noch ein paar Probleme habe mit der Facecam. Ja. Die wird auch jedes Mal anders aussehen, in jeder Folge wahrscheinlich, weil ich muss ja immer nach einer Session die Kamera wieder einstellen und alles. Also es kann manchmal sein, dass die Kamera in manchen Folgen anders aussieht, aber ne, erstes Mal, es gibt immer ein erstes Mal. Wir fangen an mit diesem geilen Spiel. Ich habe mich so gefreut, als es revealed wurde. Und ich konnte es lange nicht spielen, weil ich noch nicht genug Geld gespart habe. Ich hatte noch für andere Sachen gespart. Und Skyward Sword musste halt warten, aber jetzt ist es soweit. Jetzt, wo wir auch passend Miitopia durch haben. Hä, was? Oh, lol! 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 Ich hab nicht mal einen Infrarotsensor oder so. Es geht einfach. Magie. Ey, das fühlt sich richtig geil an. Es fühlt sich an, als würde ich einfach mit einer Remote hier steuern, nur mit dem Unterschied, dass das halt besser ist, weil es so bulkig ist und so klein ist. Fühlt sich besser an. Ja, falls du es noch nicht gesehen habt, ich habe natürlich die passenden Joy-Cons für dieses Spiel, ne? Klar. So, ich weiß übrigens nicht viel über das Spiel. Ich weiß nur die generelle Story und ich kenne den Anfang des Spiels, aber mehr kenne ich nicht. Ich habe es irgendwann mal angefangen zu spielen, paar Stunden, mehr weiß ich nicht. Ja, ich habe auch ein Let's Play gesehen.
ein bisschen länger, ein paar mehr Stunden. Man könnte sagen, ich kenne so ungefähr ein Drittel des Spiels vielleicht. Aber es ist schon so lange her. Ich weiß nicht wirklich viel. Wir spielen einfach blind durch. Ihr könnt mir gerne mit 100% helfen, aber nicht spoilern. Wie auch immer, wir fangen ein neues Spiel an. Und jetzt darf ich nicht hier so eintippen, schade. Ich hoffe, die Beleuchtung passt. Ist auch jetzt neu, eine Beleuchtung, ja. Ich heiße nicht Link, ich heiße Mike. Und damit geht's los. Bro, du hast Mundgeruch. Bräuchtest meine Zahnpasta. Einfach runterschlucken. Passt schon. Nintendo Presents The Legend of Zelda Skyward Sword. Der allererste Teil in der Timeline von Zelda. Hier fing alles an. Mit diesem Vogel! Wie prachtvoll! Ho-Oh wäre sicher neidisch. Und da fliegen sie auf diese Doppelinsel zu. Das Skyloft, falls ich mich richtig erinnere. Der Heimatort von vielen Menschen. Unter anderem einem, den ihr jetzt ja schon so ziemlich kennen solltet. Hier haben wir ein hübsches Mädchen mit einer Harfe, die sie sehr gut spielen kann. Ein Brief? Aber für wen? Vielleicht für einen Geliebten? Hat doch niemand gesehen. Ganz heimlich. Und da ist der Junge. Link. Oder wie wir ihn im Let's Play nennen werden, Mike. Aber wo befindet er sich gerade? Mike, Zeit deine Augen zu öffnen. Bald, sehr bald schon, musst du deine große Bestimmung erfüllen. Die Zeit des Erwachens. Mike. Mike. Damn, was ein Opening, oder? Und da liegen wir. Das ist unser Zimmer. Wir sind... Ja, was sind wir eigentlich? Außer, dass wir ein Mensch sind. Ein Brief. Moment, ein Brief? Ist es der Brief? Es sieht so aus. Du schlafen willst du sicher, liegst du noch in den Federn, wenn dich dieser Brief erreicht. Genauso ist es, oder? Guten Morgen, Mike. Heute ist die Vogelreiter-Zeremonie. Unsere Verabredung. Erinnerst du dich? Von dem Mädchen vielleicht? Zelda. Oh, es war von Zelda. Von dem Mädchen. The Legend of Zelda. Und wir sind Link. Nicht Zelda. Wir sind nicht Zelda. Wir sind Link. Get it right. Und da geht es los. Ritterschule. Okay, Steuerung. Ich spiele zum allerersten Mal dieses Spiel und oh mein Gott, sieht das schön aus. Ich habe das Spiel zuletzt auf der Wii gesehen vor 10 Jahren? Okay, vielleicht ein bisschen weniger. Okay, wir können gehen, wir können sprinten. Und das war's. Komm, wir gehen einfach wieder schlafen, komm. Geht das nicht? Hilfe kann ich machen. Ruckartig. Nicht? Wiggle den Joy-Con, den linken, beim Sprinten. Achso, beim Sprinten. Oh. Ha! Ha!
Geht aber nicht mit dem anderen, es geht nur mit dem linken. Okay, das ist ein bisschen weird. Ich muss mit dem Rennen gedrückt halten und dann mit dem schütteln? Das ist weird. Bam. Schmeißen wir alles um. Was ist das? Oh, First Person. Zentrieren bitte. Ja, ist doch ein schönes Zimmer. Auch coole Statuen. Ja, gut. Hier sieht man ein bisschen von dem anderen Zimmer und... Ja, deine Nachbarn könnten dich hören, falls du irgendwie laut sein solltest, aber ansonsten geht es ja noch. Wie brav er da sitzt. Ganz brav. Ganz netter Link. Kann ich damit interagieren? Oh Gott, die Steuerung ist ein bisschen weird. Ich muss noch mit damit klarkommen. Die erste Folge ist sowieso ein bisschen ins Spiel reinkommen. Und das alles lernen. Kann ich hier mir das anschauen? Ja, kann ich. Oh, cool. Du hast einen blauen Rubin gefunden. Er ist 5 Rubine wert. Steck ihn in deinen Beutel und nimm ihn mit. Nice. Das sieht cool aus. Auch wenn das so richtig polygonisch war alles. Ist trotzdem cool. Komm, ich mag sowas. Ihr wisst, ich mag sowas. Von daher. Ja. Gut, ich glaube, da haben wir alles erkundet. Wir können nicht ins Bett. Nicht wieder schlafen legen. Ganz Abenteuer verschlafen. Geht leider nicht. Schade. Kamera neigen. Ich hoffe, die Facecam klappt, sonst hasse ich mich später, wenn es nicht klappt. Okay. Ja. Yo, Bro, was geht? Ja? Morgen, Mike. Na, bist du auch bereit für die Vogelreiter-Zeremonie heute? Die anderen bereiten sich alle schon draußen auf dem Dorfplatz vor, aber du scheinst ja die Ruhe selbst zu sein. Aber dein kaminroter Wolkenvogel ist ja auch ein tolles Tier. Ich habe die Vogelreiter-Zeremonie zwar beim letzten Mal gewonnen, aber ob mein Vogel eine Chance gegen deinen hätte? Doch denk daran, ein Vogel ist nur so gut wie sein Reiter. Ich verbringe jeden Tag mit dem Studium der Vögel. Wenn du also mal Fragen zu den Vögeln hast, dann ist Kuku dein Mann. Alles klar, Kuku. Ja. Da, bei Fragen, Hilfen. Oh, ich kann mich hier hinsetzen neben dir. Ist bestimmt nicht awkward, wenn ich mich einfach hier hinsetze. Was guckst du dir da an? Okay, irgendwelche Zeichnungen. Help wanted. I don't know. Dum, 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 dum. Bist du mein Lehrer? Ist das ein Klassenraum? Schon, ja. Bist du mein Lehrer? So, Mike. Der große Tag der Vogelreiterzeremonie ist also endlich gekommen. Erinnere dich an meine praktischen Lektionen und den Unterricht von Meister Tutor und gib dein Bestes. Wo wir gerade davon sprechen. Weißt du noch, dass du dich durch Drücken von oben umsehen kannst? Drücke einfach oben, wenn du dir etwas genauer ansehen möchtest. Ja. Fühlt sich noch ein bisschen komisch an, die Joy-Cons, aber naja. Liegt daran, dass sie neu sind und nicht aufgebraucht oder gebraucht, ja. Ja, ist doch cool. Jetzt kann ich mich auch hier hinsetzen? Nice. Dieser Platz ist nur für Lehrer. Setz dich schön brav auf deinen der anderen Plätze. Piss dich! Wollte er damit sagen, aber hat er natürlich nett gemeint, weil er ist ein Lehrer, er darf das nicht sagen. Hä? Betrug, ich kann mich nicht hinsetzen. Oder? Moment, hier stand... Sitzen. Doch jetzt kann ich sitzen. Mike, möchtest du eine Lektion? Ja, gerne. Ja, das nenne ich Einsatz. Sprechen wir über die Geschichte des Wolkenhorts. Der Wolkenhort entstand vor tausenden von Jahren. Unsere Vorfahren stammen von dieser und den umliegenden Inseln des Wolkenmeers. Unter dem Wolkenhort befindet sich eine dichte Wolkendecke. Niemand, der sich unter diese Wolkendecke gewagt hat, ist je zurückgekehrt. Es heißt, dass sich unter der Wolkendecke nichts befindet. So, hier machen wir heute Schluss. Die Vogelreiter-Zeremonie wartet. Einfach der Cliffhanger? Unter dem Wolkenmeer befindet sich nichts? Ist dann wie ein Nuke eingeschlagen? Alles weg? Wer weiß. Könnte sein. Bam. Schmeißen wir erstmal die Schulbücher um. Bam. LOL. Hat geklappt. Einen grünen Rubin. Nice. Oh Gott, die Steuer muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen lernen. Aber ansonsten... Nicht schlecht. Oh, Bardus reich. Raum. Reich. Ja, Bardus. Oh, doch, reich. Da steht reich. Okay, Bardus reich. Zimmer von Mike. Na gut, dann müssen wir jetzt nicht unbedingt nochmal rein. Hier waren wir ja vorhin. Dum, 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 dum. Zur Info, jede Folge wird ungefähr 30 Minuten lang sein. Zumindest versuche ich jede Folge so zu halten, damit wir ein bisschen Content haben, jede Folge. Aber auch nicht zu viel. Jeder Schüler hat sich selbst um Ordnung und Sauberkeit seines Zimmers zu kümmern. Ja, macht Sinn. Finde ich auch vernünftig. Rex und irgendwas Zimmer. Ich gehe rein. Rex und Strohzimmer. Grußzimmer. Von dem habe ich viel gehört. Wenn wir mal sehen, wer das für, was das für ein Typ ist.
Okay, da geht's raus, glaube ich. Brauchst du Hilfe? Guten Morgen, Mike. Heute ist der große Tag der Vorgereiterzeremonie. Ich wollte auch teilnehmen, aber ich habe die Qualifikation nicht geschafft. Deshalb bleibe ich hier und muss diese Fässer in den Speisesaal schleppen. Dabei wollte ich dich doch so gerne fliegen sehen. Tja, nichts zu machen. Streng dich an. Ich drücke dir fest die Daumen. Oh Mann, das sind richtig krasse rote Bäckchen. Wie der die trägt. Anders als in anderen Zelda-Teilen. Kann ich denn die schmeißen? Doch. Haha. Niemand kann mich stoppen. Ich schmeiß so viel ich will. Haha. Auf ihn drauf. Geht das? Wieder guckt. Na gut. Oh, hier ist auch noch ein paar Vasen, die ich zerschmettern kann. Bam. Oh. Was machst du da? Das reimst du schon wieder auf. Bye. Nee, warte, ich will noch mit dir talken. Wo steckt denn dieser Gruß? Er sollte mir Fässer bringen, aber er will einfach nicht herbeikommen. Wo bleibt er nur? Ich habe ja so eine Vermutung, wo der ist, ne? Man hört ihn sogar und die weiß nicht, wo der ist, oder was? Auf ihn drauf. Oh! Leute, die Vase von der Blume kaputt gemacht. Hier, ich helfe dir mal, ne? Sag dir was dazu? Ups. Ja. Okay, alles klar. Ja, will ich nicht wissen. Ich weiß, wie man Videospiele. Noch langsamer geht's wirklich nicht. Oh shit! Ich kann nicht mehr! Das ist zu schwer! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Danke, Mike! Das ist nett von dir. Eigentlich sollte das ja Gruß erlegen, aber was soll's? Du hast heute einen wichtigen Tag vor dir und hast mir trotzdem geholfen. Vielen Dank. Mehr kriege ich nicht, ich krieg mindestens 5 Rubine oder so. Ach komm. Ja, ne? Toilette. Boah, da müssen wir aber auch dringend mal hin, ne? Erstmal hier pissen. Will ich da reingucken? Wie kannst du das? Wie kann man so mit Klamotten? Ja, immerhin Flasch. Brave Kinder waschen sich stets die Hände. Sonst mit dem Hammer. Gründliches Putzen ist wichtig. Ja, auch für die Zimmer. Nicht nur fürs Toilettengehäuse. So, warte, wo geht's denn das lang? Geht's da oben lang oder geht's hier hoch? Mike! Wenn du zum Dorfplatz willst, nimm den Ausgang hier unten. Die Tür oben ist noch abgeschlossen. Warum brauchst du denn unsere Küchendame heute so lange mit dem Aufschließen? Ich werde mal mit ihr reden müssen. Okay. Ich weiß, lange Folge für zu viele Kunden, aber ihr müsst damit klarkommen. Es ist ein Zelda-Spiel, gibt's viele NPCs, vor allem am Anfang des Spiels. Und ja, die ersten 2-3 Folgen werden sehr viel Anfangserkundungen sein. Bevor wir dann so richtig in irgendwelche Abenteuer uns stürzen. Ja. Und das ist das Wolkenhort. Ja, schön. Oh, was bist du denn? Vogelstatue. Speichern. Warum nicht? Ja, den ersten halt, denke ich, ne? Ja, ich bin mir sicher, dass ich speichern will. Warum musst du mich extra noch fragen? Ich will einen Speicherstand aus und dann willst du sicher drauf speichern? Vielleicht willst du das ja nicht? Was? Okay, kannst du denn nicht hoch? Ja, dann nicht. Ein paar Vasen. Alle kaputt schmettern. Oh Gott, das ist nervig, dass ich das immer wieder so werfen muss. Oh, Rubin, Rubin. Yeah. Wir haben jetzt 11 Rubine. Link, kannst du mal aufhören zu klettern? Oh Gott. Hoffentlich ist da kein Rubin runtergefallen. Das wäre nicht so gut. Na egal. Let's go. Hey, Mike, hier. Guten Morgen, Mike. Heute ist die Vogelreiterzeremonie. Wie fühlst du dich? Ich möchte etwas mit dir besprechen. Visiere mich an, dann können wir uns unterhalten.
Ja, jetzt. Genau, du kannst jemanden anvisieren und dann ganz leicht mit ihnen sprechen. Wenn es niemanden zum Anvisieren gibt, kannst du diese tolle Technik aber auch einsetzen, um einfach wieder nach vorn zu blicken. Aber auf diese Entfernung lässt es sich nicht gut reden, also komm doch hier hoch, ja? Hier hoch? Wenn du auf diese Holzkiste dort zusprintest, kannst du auf sie klettern. Den Sprung solltest du ganz einfach schaffen. Versuch's mal. Na dann, wenn das so einfach geht. Ach. Ja, das kann Link in vielen anderen Spielen nicht. Oh, das springt automatisch. Okay, gut, ich habe nichts gedrückt. Hallo Mike, bist du auf dem Weg zum Üben für die Vogelreiterzeremonie? Ach, du bist verabredet. Zelda wartet schon? Wo du gerade hier bist. Mia, das Haustier von Zeldas Vater, Gepora, unserem Direktor, ist weggelaufen. Ach. Was soll ich nur tun? Der Direktor und Zelda haben alle Hände voll zu tun mit der Vorbereitung der Zeremonie. Ich wollte Mia mit Futter anlocken, aber die Zeremonie beginnt bald. Und in dieser Kleidung kann ich ihr nicht hinterherklettern. Wärst du so gut, Mia zu mir zu bringen? Aber klar, gerne doch. Ich habe sonst nichts zu tun. Ich wurde zwar verabredet von einem heißen Mädchen, aber man kann ja noch 20 Katzen retten auf dem Weg. Geht ja noch. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, mir zu helfen. Du müsstest hier irgendwo etwas zum Hochklettern finden, wenn du dich an den Vorsprung entlang hangelst. Dann solltest du aufs Dach kommen. Danke nochmals. Jo. Dann hier hoch. Oh, das geht. Tatsächlich. Springen. Achso, das macht aber Energie weg. Ja, gut, macht irgendwie Sinn. Kurz aufladen. Und jetzt hoch. Mietz, Mietz, Mietz. Mietz. Mietz, Mietz. Schiebepuzzle. Oh Gott. Kann ich noch irgendwas? Oh, eine Glocke. Kann ich die aktivieren? Bong. Nee, geht glaube ich nicht. Ich glaube, wenn ich jetzt hochgehe. Oh, nein! War klar, oder? War irgendwie klar, dass das passieren wird. Komm. Geht doch ganz schnell. Zack. Zack. Ja, komm. Steuerung ist. Bro. Ist noch ein bisschen schwierig für mich. Wie gesagt, ich muss es noch ein bisschen lernen. Muss man noch lernen, alles. Hä, aber warte, reicht das schon von so? Es ist nur eine Kiste hier. Ja, du musst da schon drauf. Oh, das reicht. Ah, okay. Hoch da. Mietz, 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 mietz. Ja, ich nehme dich einfach mit. Oh, siehst du süß aus. Oh ja. Wie so ein kleiner Lemur. Ja. Aang wäre stolz auf dein Aussehen. Oder irgendwie so. Naja, egal. Oh, okay, ich dachte, da wäre eine unsichtbare Wand. Nee, geht. Ja. Du hast sie heil zurückgebracht. Vielen Dank, Mike. Ich werde Mia nun füttern. Sag dem Direktor Bescheid, dass wir sein Haustier gefunden haben. Er müsste sich auf dem Platz vor dem Tempel befinden. Ja, dann werden wir das, mal machen. Zelda ist sicher auch dort, also beeil dich. Oh, und ich sollte dir wohl etwas geben. Es ist keine große Sache, aber hier, bitte. Und, sag den anderen nichts davon. Ein roten Rubin, 20 Rubine wert. Was für ein Glück. Ja, nice. Warte, kann ich ihm das einfach jetzt wieder klauen? Ups, das wollte ich nicht. Nein, nein. Nachts, was? Nachts Monster, aber trotzdem steht's auf der Hut sein. Okay. Ich nehme mal mit. Ciao. Nein, Spaß, komm. Hi. Kommst du nicht durch? Oh. Morgen, Mike. Hast du dich gut ausgeruht? Tja, ich schätze mal, du hast wegen der Vogelreiterzeremonie kein Auge zugekriegt, was? Wie ich? Ich repariere die Tür. Sie knarrt nämlich und heute ist doch der Tag der heiligen Zeremonie, was? Bis dahin wollte ich fertig sein. Na, dann kann man nichts machen. Und du? Hast du nach dem Aufstehen auch fleißig zur Göttin gebetet? Wenn du dich dieser Statue zuwendest und betest, wird alles, was du bisher getan hast, gespeichert. Statuen wie diese gibt es überall im Wolkenort. Wenn du eine findest, solltest du deine Ehrerbietung mit einem kleinen Gebet erweisen, wie ein richtiger Ehrenmann. Verlass dich auf die Göttin. Amen. Jo, Amen. Mal machen. Eine Ausdauerfrucht. Okay. Ja, damit sind wir dann voll ausgedauert. Okay, das hat nämlich nicht gepasst. Egal. Ja, wir speichern bei jedem einzelnen Punkt. Aber er kann auch so auswählen. Okay, gut. Ja, bitte da. Und die Bilder sind hässlich. Naja, egal. Sollen ja nur funktionieren und nicht schön aussehen.
Und jetzt hoch dort. Nein! Hi, wo bin ich hier? Oh Gott, ich will nicht sein. Wieder zurück. Oh Gott, die Texturen. Alter, Link ist so High Definition. Die Texturen sind so richtig pixelig. Oh Gott, das hätte man aber schöner machen können. Nintendo. Ich stecke schon so viel Geld in den Hintern und was kriege ich dafür? Naja. Link kriegt aber etwas. Und zwar sein Date mit Zelda. Ein Jüngling, geleitet von der Göttin, wird Himmel und Erde verbinden und das Licht bringen. Guten Morgen, Mike! Hat dich mein Wolkenvogel etwa aufgeweckt, Mike? Unsere Verabredung! Hattest du sie vergessen? Nein, natürlich nicht. Sieh doch, mein Kleid und dieses Instrument. Damit werde ich bei der Vogelreiterzeremonie die Göttin verkörpern. Toll, oder? Vor allem das Instrument. Man sagt, dass schon die legendäre Göttin so eine spielte. Sein Klang ist unvergleichlich. Vater hat mir gesagt, dass man es Lyra nennt. Und wie findest du mein Gewand? Den Schal dazu habe ich selbst gewählt. Mit diesem Gewand und der Lyra verkörpere ich die Göttin. Ich wollte, dass du mich so siehst, Mike. Das steht mir doch, oder? Ja, das sieht echt schön aus. Meinst du das ernst? Vielen Dank, Mike. Ja. Zelda, bist du schon fertig mit den Vorbereitungen? Oh, Vater. Mike ist ja auch schon da. Wunderbar. Selbst du alter Langschläfer hast es heute geschafft, pünktlich aufzustehen. Falls du bei der Vogelreiterzeremonie heute gewinnst, darfst du den Rest der Zeremonie gemeinsam mit Zelda abhalten. Also streng dich an. Wollen wir von anstrengend reden? Hör mal, Vater. Mark hat in letzter Zeit... Nun, er hat nicht wirklich viel für die Zeremonie geübt. Vergessen die Hausaufgaben. Auch als er geflogen ist, hat er sich nicht wirklich angestrengt. Wenn er jetzt nicht sofort etwas macht, wird er ganz sicher verlieren. Reg dich nicht so auf, Liebes. Die Vogelreiterzeremonie prüft neben der Geschicklichkeit auch das Band zwischen Mensch und Tier. Es ist nicht einfach, sie zu gewinnen. Sicherlich ist Mike nicht gerade der fleißigste Schüler. Ihr kennt euch bereits seit frühester Kindheit, also weißt du auch... Also weißt es auch du. Mike und sein Wolkenvogel haben eine besondere Beziehung. Jeder Bewohner des Wolkenhorts hat seinen eigenen Vogel. Es ist die Göttin selbst, die jedem von uns einen Schutzvogel zur Seite stellt. Denn das ist die Aufgabe der Wolkenvögel. Jeder von uns trifft in jungen Jahren hier von der Statue der Göttin mit seinem Vogel zusammen. Natürlich war das auch bei euch so. Der Wolkenvogel, der Mike zur Seite gestellt wurde, ist besonders. Er ist kaminrot, so selten, dass wir seine Art für ausgestorben hielten. Ein Kaminroter, so selten. Mike, du bist mit deinem Wolkenvogel schicksalhaft verbunden. Erinnerst du dich, Liebes? Damals, gleich, als Mike und sein Wolkenvogel sich trafen. Sie schwebten durch die Lüfte, als würden sie sich schon seit Ewigkeiten kennen. Ganz ohne Übung, mühelos. Ich weiß noch genau, wie eifersüchtig du damals warst. Ah, es ist, als wäre es erst gestern gewesen. Es ist ja auch kein Wunder, dass man Mike um seine Beziehung zu seinem Wolkenvogel beneidet. Die Menschen haben den Hang, all denen, die irgendwie besonders sind, mit Missgunst zu begegnen. Ah. Du nimmst das zu leicht, Vater. Du weißt doch, dass die Vogelreiterzeremonie auch eine Prüfung der Ritterschule ist. Wer sich bei der Vogelreiterzeremonie nicht richtig anstrengt, wird keine guten Noten erhalten. Und im schlimmsten Fall wird Mike... wird er kein Ritter werden.
Und Reiter. Ritter, Reiter. Ich verwechsel das. Keine Ahnung. Ist ja schon gut, Liebes. Entspann dich. Jetzt reg dich doch nicht so sehr auf. Entspann dich. Ja, immer wenn es um Mike geht, bist du so... Komm schon, lass uns üben gehen. Zumindest ein wenig. Ja, Hilfe! Jetzt komm schon her. Was machst du denn? Auf geht's. Spring von der Plattform und ruf deinen Wolkenvogel. So wie immer. Die Zeremonie wird bald beginnen. Dann musst du in Form sein. Wie? Was sagst du da? Du kannst deinen Wolkenvogel nicht spüren? Sag doch sowas nicht. Du willst dich doch nur wieder drücken. Jetzt komm schon. Du musst etwas üben. Du bist für mich. Willst du mich jetzt runterschubsen? Bis gleich! Nein! Hey! Mike, du musst unten drücken, um deinen Wolkenvogel zu rufen! Wie? Er kommt! Er kommt nicht! Geht es euch gut? Oh Gott, du schmeißt mich einfach runter und erwartest, dass ich das überlebe? Es tut mir leid, ich hätte dir nicht so viel zumuten dürfen. Geht es dir gut? Ich frage mich, was mit deinem Wolkenvogel los ist. Dass ein Wolkenvogel dem Ruf seines Herrn nicht folgt? Kannst du deinen Wolkenvogel noch immer nicht fühlen, Mike? Die Vogelreiterzeremonie wird gleich beginnen. Was machen wir jetzt nur? Du hast also vorhin die Wahrheit gesagt. Es tut mir leid. Ach, ist okay. Ich hab's überlebt. Ich muss mich nun erstmal um meinen Vogel kümmern. Du sollst in der Zwischenzeit nach deinem Vogel suchen. Alles klar. Oh, oh nein, ich glaube, es geht schon los. Die Glocke läutet schon. Oh, ist es schon so spät? Die Vogelreiterzeremonie wird dieses Jahr von Meister Tütor organisiert, Mike. Kannst du bitte zu Tütor gehen und dich mit ihm beratschlagen? Mit ihm einen Rat schlagen? Okay, machen wir das. Vater, selbst wenn er zum Meister Tütor geht, will er sich doch an den Schuldirektor wenden. Und das bist du. Da magst du recht haben. Du bist wahrlich meine Tochter. Dann werde eben ich mit ihm reden. Mike, sag doch bitte Tütor, dass er in mein Büro kommen soll. So, und so geht es dann in der nächsten Folge von Skyward Sword weiter. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Ich hoffe, ihr könnt mir Kritik geben, falls hier noch irgendwelche Kritik zu geben ist. Ich hoffe, die Facecam ist ganz gut und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der zweiten Folge wieder zu Skyward Sword. Bis dann!